Kennt ihr diese Bewegung, diese Handbewegung? Das ist von Atreus, von Arcturus. Da gibt es eine ganz spezielle Methode, um mit diesem Finger Blockaden zu lösen. Die da oben, die sagen, macht euch bereit, wenn es losgeht, und es geht jetzt schon los. Sie sagen auch, wir lassen das nicht zu, und sie sagen auch, teilt dieses Video, damit alle davon erfahren, wie wir uns schützen können, was zu tun ist. Macht euch einfach bereit, denn die Zeit der Wandlung erfordert sehr viel Kraft, Mut und Vertrauen. Sie sagen, etwas Großes steht uns bevor, und im Moment ist es so, dass die dunklen Mächte vermehrt angreifen. Sie versuchen, die Menschheit in der dritten Dimension zu halten, speziell hier in Deutschland, weil wir hier eine sehr große Lichtkraft haben, versucht man hier zuerst die Menschen festzuhalten. Denn in der Dunkelheit oder in der 3D sind die Dunklen an der Macht. Sie haben hier die größte Macht. Sobald wir vierte, fünfte und noch höher aufsteigen, ist die Macht weg. Und das wissen Sie ganz genau. Und ich habe eine ganz wichtige Botschaft von Arcturus, wo es darum geht. Es ist sehr wichtig, dass du dir das anhörst, damit du auch weißt, wie du dich schützen kannst, wie du durch diese Zeit hindurchkommst. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal und ich habe dieses Buch geschrieben, das kosmische Wissen von den Plejaden. Wer sich dafür interessiert, unter dem Video ist ein Link. Ja, und jetzt gehen wir mal in dieses Thema von der Botschaft ein, die so wichtig ist, die ich unbedingt mit euch teilen soll. Denn wir haben eine sehr große Herausforderung durch die aktuelle Zeit, durch die wir einfach durch müssen. Die Arcturianer sagen, sie sind für uns da und sie sagen auch, wir sollen uns vorbereiten. Sie dulden nicht, dass uns etwas Schlimmes passiert. Wichtig zu wissen ist, dass die alten Zeiten vorbei sind. Sie sagen, es ist jetzt alles im Umschwung und es verändert sich so vieles, dass wir gar nicht begreifen können, was alles mit uns geschieht. Manchmal macht uns das Angst, aber diese Veränderung ist nötig und wir sollen versuchen, nicht in die Angst zu gehen. Ich werde euch am Ende des Videos auch noch eine ganz tolle Übung zeigen, einen Trick, wie man da schnell wieder hinauskommt und sich stärkt. Vielleicht willst du auch wissen, wie es weitergeht mit unserer Versorgung. Ja, über das Wasser, den Strom und die ganzen Veränderungen. Auch mit dem Euro, wie es damit weitergeht. All das ist in Bewegung. Es ist nicht mehr so, wie es war. Und die materielle Welt verabschiedet sich von uns. Andere Werte werden wichtig. Das heißt, loslassen ist angesagt, wirklich das Loslassen von unseren alten Gewohnheiten. Und vielleicht sind da auch welche dabei, die gar nicht mal so sehr spirituell sind. Auch das ist möglich. Überprüft einfach für euch, ob das eventuell zutreffen könnte. Wichtig ist, dass wir uns für die neue Zeit aktiv entscheiden und dass wir auch bereit sind, die Veränderungen anzunehmen. Denn es ist schon sehr schwierig, diese Übergangsphase, sagen Sie. Sie wissen es. Sie wissen es und Sie beobachten uns und Sie haben ja selbst auch schon Erfahrungen in diesem Aufstiegsprozess und wissen, wie hart er ist. Wichtig ist, dass wir dem Kollektiv der Angst keine Kraft geben, dass wir uns immer auf uns selbst wieder zurückerinnern, auf das, was wir sind. Und dazu machen wir diese Übung. Nach der Botschaft von Atreus werde ich euch diese Übung noch zeigen. Und ihr werdet sehen, wie euch das stark macht. Denn das, was hier geschieht, ist wirklich etwas ganz Besonderes. Und es erfordert sehr viel Kraft.
Es erfordert auch Mut von den Lichtarbeitern, von den Menschen, die ins Erwachen gehen, da durchzugehen und durchzuhalten vor allen Dingen. Denn die dunklen Mächte machen es uns wirklich nicht einfach. Und sie sagen da oben, sie sagen, wenn wir bereit sind, unsere Wahrheit anzunehmen und unserer Bestimmung zu folgen, dann werden wir in dem ganz großen Lichtkollektiv den Aufstieg leichter schaffen und die finsteren Mächte besiegen. Es geht einfach darum, noch mehr Kraft in das Licht hineinzugeben. Und wenn du für dich wissen möchtest, wo stehe ich gerade? Was kann ich noch in mir selbst lösen? Oder wie wird es werden? Wie wird es denn werden? Wird es immer noch schlimmer? Wie komme ich durch die Zeit hindurch? Dann hör dir bitte diese Botschaft an. Sie ist äußerst wichtig. In vielen Sitzungen, wo ich die Akasha lese, haben wir Punkte, wo wir entdecken, welche Stärken ein Mensch hat. Und allein das Wissen, welche Kraft und Stärke du hast, mach dich schon mal stark und gib dir diesen Weitblick. Genauso ist es in den Webinaren, die wir zusammen machen. Gerade gibt es den Quantentherapeuten. Und allein mit dieser Technik kommst du aus der ganz schwierigen, dunklen Phase leichter heraus. Und ich wünsche mir, wenn alle Menschen diesen Weg gehen würden, dann hätten wir schon lange alles geschafft. Es ist das Wichtigste in unserem Herzen zu wissen, ich bin Lichtarbeiter und ich bin begleitet und beschützt. Denn es wird im Äußeren noch viele Umbrüche geben. Unser gesellschaftliches Leben wird sich komplett ändern. Wir können es im Moment noch nicht verstehen. Und wir Lichtarbeiter, unsere Aufgabe ist es, dass es lichtvolle Veränderungen gibt und keine dunkle Veränderungen gibt. Und das ist genau jetzt gerade an der Waage, an der Waagschale. Wie wird es werden? Und je mehr wir uns auf unsere Kraft besinnen, umso leichter wird das Lichtvolle an der Waage nach oben bringen. Denn es ist wichtig für uns alle, dass wir unseren freien Willen behalten, dass wir uns nicht versklaven lassen, dass wir nicht leichtfertig zu allem Ja sagen, so wie es viele schon getan haben, dass man sich nicht verblenden lässt von der Angstmacherei, die ja diese Angst, es gibt ja die normale, natürliche Angst, die in uns verwurzelt ist, die uns dafür schützt, wenn es lebensbedrohliche Situationen gibt, dass wir überleben. Das ist okay, aber gekünstelte lebensbedrohliche Situationen zu erschaffen, das ist nicht der Sinn. Das ist gehört nicht zum Leben dazu. Das ist eine Art der Unterdrückung. Und da arbeitet das Dunkle sehr daran. Schauen wir mal die Eigentumsverhältnisse an. Da gibt es einen dunklen Plan. Schauen wir mal die finanziellen Verhältnisse an. Auch da gibt es einen dunklen Plan. Es gibt so viele dunkle Pläne, die versuchen, uns so sehr einzuschränken und die arbeiten mit der Angst. Ihr wisst es alle, ihr wisst es alle. Aber die Botschaft von Arcturus, die wir jetzt gleich hören werden, und mit diesem Zeichen, mit diesem Handzeichen von Arcturus, denn der Finger, das ist etwas ganz Wichtiges, was ich auch im Webinar euch beibringe von Arcturus. Der hat eine sehr, sehr starke Wirkung. Mit diesem Finger kann man alle Blockaden lösen, ganz einfach. Und die Arcturianer sind an unserer Seite, natürlich auch alle geistigen Wesen, alle Engelwesen, alle sind an unserer Seite. Wir müssen uns bloß daran erinnern und dann mit dieser Kraft vorwärts gehen. Mehr braucht es eigentlich nicht. Das ist der Punkt. Und wenn das alle wissen und alle tun, kann uns nichts passieren. Dann können die dunklen Mächte machen, was sie wollen. Sie werden nicht gewinnen. An uns ist es, das Licht zu stärken. Und jetzt will ich gar nicht mehr so viel erzählen. Wir hören uns jetzt sofort die Botschaft an und ich wünsche euch ganz viel Freude dabei. Ich sprühe mich ein
mit meinem Lieblings-Aura-Spray mit den sieben Schwestern. Ich liebe es sehr, da ist die Adria Aquayana drauf. Und jetzt geht's gleich los. Ich bin Atreios und begrüße euch mit dem Segen des Lichtes von Arcturus. Liebe Menschen der Erde, ich muss euch sagen, die Zeit ist gekommen und die Lage ist ernst. Die dunklen Mächte versuchen alles, damit ihr in der dritten Dimension bleiben müsst und sie weiter über euch herrschen können. Doch das kann sich jederzeit mit eurer Entscheidung ändern. Jeder von euch hat die Macht, sich zu wehren und in die fünfte Dimension aufzusteigen. Viele von euch tragen bereits das Bewusstsein der fünften Dimension und besitzen sehr viel Kraft. Seid bereit, liebe Menschen der Erde. Der Aufstieg für alle Menschen in die fünfte Dimension ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen passiert. Aber wenn ihr bereit seid und euch alle dem Kollektiv des Lichtes anschließt, könnt ihr diese finsteren Mächte besiegen und eine neue Ära des Friedens und der Liebe erschaffen. Die dunkle Seite bäumt sich erbost auf und die Schlacht ist so intensiv, wie sie noch nie vorher war. Seid bereit und stärkt das Licht in eurem Herzen. Dehnt es aus, damit es heller auf der Erde wird. Die dunkle Seite wird immer einfallsreicher und versucht euch mit allen Mitteln zu täuschen und zu schwächen. Ihr größtes Instrument ist die Angst und die Lüge. Viele Menschen sind in dieser Angst gefangen und erkennen die Wahrheit nicht. Sie sind in der dunklen Matrix gefangen und können nicht mehr frei denken, fühlen oder handeln. Sie sind vollkommen gefangen, komplett steuerbar und wissen es noch nicht einmal. Über diese Menschen hat die dunkle Seite ihre Beeinflussung komplett ausgedehnt. Aber es ist noch nicht zu spät. Auch diese Menschen werden erkennen, dass sie gefangen sind und sich unter der Kontrolle der negativen Macht befinden. Selbst viele Menschen unter euren Machthabern sind von dunklen Mächten beeinflusst und wissen es nicht. Sie sind nur Marionetten in einem viel größeren Spiel, das um die Kontrolle der Erde geht. Sie bringen mit ihren schlechten Entscheidungen das Wohl der Erde in Gefahr und sie wissen es nicht. Sie sind verblendet von der Gier nach Macht und Geld. Sie können nicht mehr klar denken und erkennen die Folgen ihrer Handlungen nicht oder zu spät. Aber auch sie werden die Wahrheit erkennen. Hoffen wir, dass es dann für sie nicht zu spät ist. Denn das Karma wird da sein. Und sie werden die Konsequenzen ihrer Handlungen tragen, erbarmungslos. Doch ihr habt die Macht des Lichtes und könnt euch jetzt schon von ihnen befreien. Ihr müsst nur bereit sein, den Aufstieg in die fünfte Dimension anzunehmen und dem Kollektiv des Lichtes beizutreten. Die Macht der Liebe ist stärker als jede dunkle Macht auf dieser Erde.
Ihr, die ihr noch frei seid, könnt das Gute unterstützen und eure Lage auf der Erde ändern. Jeder von euch hat die Macht, aktiv das Kollektiv des Lichtes zu verstärken. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie das gehen soll und ob nicht schon alles verloren zu sein scheint. Ich sage dir, nein, das ist es nicht. Ich sage euch, was ihr tun könnt, und es ist nicht so schwer, wie es scheint. Beginnt eure Wahrheit anzunehmen und eurer Bestimmung zu folgen. Dies ist die Aufgabe, die jeder von euch in diesem Leben hat. Sobald ihr euch auf diesen Weg begebt, werdet ihr das Licht in euch selbst erwecken und zum Kollektiv des Lichtes beitragen. Dieses Kollektiv des Lichtes ist mächtiger, als ihr denkt. Es umfasst das ganze Universum. Denn wir, die Sternenwesen, sind auch dabei. Es umfasst alle Wesen des Lichtes in allen Galaxien. Mit jedem neuen Menschen, der sich uns anschließt, wird unser Kollektiv stärker und kann die dunklen Mächte besiegen. So freuen wir uns auf dich, lieber Mensch, wenn du dich zu uns bekennst und mit uns für das Licht da bist. Seid bereit, Menschen der Erde. Der Kampf hat begonnen und es ist eine Schlacht um die Macht über die alte Welt. Die dunklen Mächte haben lange genug regiert und es ist an der Zeit, dass sich etwas ändert. Ihr und jeder, der heute unsere Botschaft hört, ihr seid die Auserwählten, um diese Veränderung zu bewirken. Ihr seid das Kollektiv des Lichtes und ihr seid bereit. Glaubt mir, das seid ihr wahrlich. Wir wissen, dass ihr bereit seid, denn ihr tragt so viel Liebe, Kraft und Vertrauen in euch wie nie zuvor. Ihr erkennt sofort, wenn ihr belogen werdet und durchschaut das Böse mit Leichtigkeit. Ihr könnt das Kollektiv des Lichtes stärken, weil ihr in eurem Herzen Liebe und Licht tragt. Diese Liebe wird die Welt verändern, das ist sicher. Ihr seid die Krieger des Lichtes, die alles verändern werden und die neue Zeit beginnen lassen. Ich bin Atreios, der Arcturianer. Und ich spreche im Namen aller Sternenwesen, wenn ich sage, wir lieben euch so sehr und wir sind bei euch. Wir bitten euch, uns um Hilfe zu bitten, wenn es nötig ist. Wir sind da, um euch zu unterstützen. Wir stehen zusammen mit allen Wesen des Lichtes und wir sind bereit, mit euch die neue Welt zu kreieren. Ihr seid nicht alleine. Das Kollektiv des Lichtes ist da, um euch zu unterstützen. Gemeinsam sind wir stark. So sende ich euch den Segen des Lichtes von Arcturus zum Abschied und verneige mich vor eurem großen Licht. Ich bin Atreios, dein Kommandant der Friedensflotte von Arcturus. Und so bewege Hände und Füße und komme in deiner Geschwindigkeit wieder in dein Hier und Jetzt zurück. Das war die Botschaft von Arcturus und ich lege sie euch ans Herz. Jetzt kommt noch die Übung für euch. Und zwar gehst du mit deiner Aufmerksamkeit zuerst in dein Herz und gehst dann vom Herz aus hoch bis in dein Kronenchakra
öffnest dein Kronenchakra und lädst die goldene Kugel deines höheren Selbstes ein. Stell dir vor, wie diese Kugel nun von oben durch dich hindurch wandert. Lass sie bis zum Herzen wandern und dann fühlst du eine ganz neue Energie. Du fühlst, dass du geschützt bist, dass du voller Liebe bist. Und in diesem Zustand kann dir nichts etwas anhaben. In diesem Zustand bist du so eng mit dir selbst, mit deiner Seele, mit deinem höheren Selbst verbunden, dass jede Entscheidung, die du triffst, richtig ist. Probier es bitte aus und hab ganz viel Freude daran. Teil dieses Video, damit noch mehr Menschen davon erfahren und gestärkt werden. Liked mein Video und abonniert mich, falls ihr das noch nicht getan habt, um weiter so wichtige Botschaften zu erhalten. Eine Herzensumarmung für euch. Bis zum nächsten Mal.